Advent in Fohnsdorf, Einkaufserlebnis mitten im Advent. Nicht nur, dass die Geschäfte in der Hauptstraße und am Hauptplatz bis 20 Uhr geöffnet hatten, nein, es gab auch ein Christkindl-Postamt und Überraschungsauftritte der Schulen. Mehr sehen Sie darüber im kommenden Bericht. Es ist Freitagnachmittag. Der Fohnsdorfer Hauptplatz ist weihnachtlich geschmückt. Feuerstellen sind zum Aufwärmen vorbereitet. Vorweihnachtliche Stimmung liegt in der Luft. Der Hauptplatz füllt sich in kurzer Zeit bis auf den letzten Platz. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen sind der Einladung des Tourismusverbands in Kooperation mit der Gemeinde sowie den Gewerbetreibenden zum Fohnsdorfer Einkaufserlebnis im Advent gefolgt. Tourismusobmann Direktor Rudi Fussi führt durchs Programm und eröffnet gemeinsam mit Bürgermeister Gernot Lubnik den Nachmittag. Ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, gesungen und musiziert von den Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrkörper der Volksschule Dietersdorf, Fohnsdorf und der Musikschule wird dargeboten. Zum Abschluss des offiziellen Teils und zur Einstimmung aufs Advent-Shopping stimmte Rudi Fussi gemeinsam mit allen Kindern und der Bevölkerung ein besinnliches "Leise rieselt der Schnee" ein. Leise rieselt der Schnee, still und starr und auch Fohnsdorf stimmt sich auf die besinnliche Adventszeit ein, wie erläutert der Bürgermeister. Ja, wir haben ja eine Vielzahl an Veranstaltungen und heute, glaube ich, das war die beste Einstimmung auf den Advent überhaupt. So das Schalter umschalten von hektisch auf ruhige, besinnliche Zeit. Und wenn Kinder das Ganze vortragen und Kinder ihr Programm bringen, was gibt Schöneres? Da kriegt man wirklich das Gefühl zum Christbaum, zum Christkind hin. Zur besinnlichen Zeit gehört auch das Warten auf das Christkind und die damit verbundene Spannung, ob die Wünsche auch wohl in Erfüllung gehen. Doch damit dem so sei, muss man natürlich den berühmten Brief ans Christkind schreiben. Und auch diese Möglichkeit wurde beim Fohnsdorfer Advent mit dem Christkindl-Postamt geboten. Doch nicht nur die Kleinen haben Wünsche. Es ist fast banal, aber bei uns, wir sind ja sehr viel unterwegs. Wir wünschen uns natürlich auch Gesundheit, aber vor allem wünschen wir unseren Betrieben, unseren Kultur- und Brauchtumsträgern, den Gemeinden, allen Mitarbeitern, dass sie einfach auch mit Freude, Lust mit dabei sind, um eben unsere wunderschöne Heimat weiterzubringen, viele Gäste zu uns herzubringen in unsere wunderschöne Region, in das Murtal und, was natürlich auch wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Weihnachtlich geschmückt mit Kerzen und Lametta präsentierten sich die Geschäfte entlang der Hauptstraße. Das Fohnsdorfer Einkaufserlebnis im Advent lud bis 20 Uhr zum Bummeln, Kaufen und Verweilen ein. Volksmusik vom Feinsten wurde von den Schülerinnen und Schülern der Musikschule in der Gärtnerei 14 geboten. Ebenfalls eine perfekte Einstimmung auf die besinnliche Adventszeit. Ein abwechslungsreiches Programm hat sich der Tourismusverband einfallen lassen. Das war heute wieder eine schöne Advent-Einstimmung, weil wir hatten ja mit der Wirtschaft, alle Geschäfte haben sich wunderbar geschmückt, für unsere Gäste, die aus nahen Fern kommen, auch immer etwas Keksel, Glühwein und so weiter. Wir hatten heute mit den Schulen, Musikschulen, mit Fohnsdorfer Volksschule, Dietersdorfer Volksschule, schöne, wunderschöne Lieder und Gedichte auch. Und die Bevölkerung, wie man das ja gesehen hat, nimmt ja davon reichlich Gebrauch und ist dankbar, wenn man in Zeiten wie diesen, die noch für alle immer gut sind, eine besinnliche Einstimmung auf unsere Weihnachten hat. Volle Geschäfte, fröhliche Gesichter, beste Laune, kalte Füße und heißer Glühwein. Alles war an diesem Nachmittag bzw. Abend dabei. Wieder mal eine gelungene Veranstaltung zum zweiten Advent. Musik